Ja, eigentlich müssten wir jetzt ja zurück und die Box abgeben. Aber wir haben den immer noch nicht gefunden, der das haben wollte. Und durch die ganzen Schläger uns da durchschlagen. Schauen wir uns die Box doch einfach nochmal an. Gefühle des Schreckens scheinen von dem Kästchen auszugehen. Und da ist ein großer roter Rubin. Oder soll es ein Knopf sein? Da wird aber wahrscheinlich irgendwas Wertvolles drin sein, das nur durch irgendwas Böses beschützt wird. Schauen wir doch mal rein. Du siehst ein kunstvoll gefertigtes und verziertes Kästchen, auf dessen Oberseite ein großer roter Edelstein angebracht ist. Von dem Kästchen scheinen Angstgefühle auszugehen. Ja doch, schauen wir rein. Ein Scheusal. Morde, bespotte das mal. Was für eine völlige Verschwendung von Armen und Beinen. Ich glaube, der hat keine Beine, aber ist schon recht Morde. Oh. Ein ganz schön Verdammt. garstiges Ding. Oh ja. Aber auch schön, dass keiner der Stockbewohner uns hier helfen sollte. Uffala. Was haben wir da auf dem Boden liegen? Kupfermünzen und ein rostiger Dolch. Ja. Oh. Moridors Rubin. Dies ist ein ziemlich großer Rubin, der von Moridors Kiste gerettet werden konnte. Juwelen dieser Güte werden von Anhängern der Kunst als Bestandteil verschiedener Zauber geschätzt. Oh. Ja, also war doch was Wertvolles drin. Und hätten wir das einfach diesem Kuatra übergeben, dann hätten wir wieder 5 Kupfermünzen oder so bekommen für das Ganze. Also schön, schön. Wir müssen jetzt nicht wieder zurück zu den Schlägern. Wir haben einen wertvollen Rubin. Und gegen so einen Dämon zu kämpfen, war ja auch mal eine interessante Erfahrung. So, in welchem Bereich des Stocks sind wir eigentlich gerade? Hier war die. Ah, hier sind schon mal Schläger. Ich bin weg. Ja, nee, das wollen wir uns nicht unbedingt antun. Aber hier waren die heulenden Hunde, oder? Ja, schaut ein bisschen so aus. Was haben wir denn hier? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal die Schläger los. Oh, der sieht ja kurios aus. Ein wenig wie die Darbusse draußen, aber er schwebt nicht. Sprechen wir ihn mal an. Du siehst ein hochgewachsenes Wesen mit einem weißen Haarschopf. Seine Haut hat einen grünlichen Ton und ein paar Bockshörner zieren die Stirn. Das Wesen ist in lange fließende Gewänder gehüllt. Sei gegrüßt. Eine Reihe von Symbolen materialisiert sich über den Kopf des Wesens. Die Symbole sind von einem schwachen Leuchten umgeben und sie schweben einfach da. Oh, bei allen Mächten, grässlicher Darbus. Was ist los? Er ist ein Darbus. Sie sprechen in Rebusen, diesen bescheuerten Worträtseln. Wenn du nicht verstehst, was er gesagt, finden wir besser einen Einheimischen oder eine andere Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren. Falls wir dies denn überhaupt wünschen. Ein lästiger Haufen. Ich wette, sie können sprechen, gehen aber lieber allen auf die Nerven mit ihren Rätseln, über die man sich den Kopf zerbrechen muss. Na gut, wir haben schon einen Darbus getroffen, aber fragen wir mal Morte, was er von ihnen hält. Was ist ein Darbus? Man sagt, sie arbeiten als Hausmeister für die Dame der Schmerzen. Sie schwirren durch die Gegend, um Segel nach ihren Launen abzureißen, zu reparieren und wieder aufzubauen. Sie sind schlimmer als Leichenfliegen. Morte seufzt. Totschlagen darf man sie leider nicht, sonst wird die Dame wütend. Die Dame der Schmerzen? Von ihr haben wir schon mal gehört. Aber wer ist das? Sie hat in dieser Stadt die Macht. Du wirst sie gleich erkennen. Ihr Gesicht wird von Klingen umrahmt. Sie hat die Größe eines Riesen und schwebt über der Erde, genau wie diese Kerle hier. Morte nickt den Davos zu, der euch beide anschaut. Keiner weiß etwas Genaueres über sie. Sie redet nicht viel. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass du sie besser nie wütend machst. Wenn du sie siehst, dann lautet mein Ratschlag: Lauf. Einen Augenblick, Morte. Du hast doch gesagt, dass die Darbusse schweben, stimmt's? Der bewegt sich aber auf dem Boden fort.
Morte wirft einen Blick auf den Darbus und seine Augen weiten sich. Aha! Ich hab's gewusst, dass ihr Boxköpfe gehen könnt. Ich hab's gewusst. Morte wendet sich fröhlich wieder zu dir. Ha! Dieser hier ist wohl nicht abgehoben genug, um vom Boden wegzukommen. Ja, vielleicht, Morte. Der Darbus wartet geduldig, die Hände in die Ärmel gesteckt. Eine Reihe von Symbolen materialisiert sich über seinem Kopf, löst sich dann auf und es erscheint ein Fragezeichen. Wir hätten da ein paar Fragen. Wer bist du? Gerade als du fragen willst, wird dir plötzlich klar, dass du den Namen des Darbus schon kennst. Sein Name ist Fell. Wie zur Antwort senkt der Darbus leicht den Kopf. Über dem ein einzelnes Symbol erscheint. Zuerst ist es verschwommen. Dann nimmt es die Form eines weißen Ovals an, das von einem schwarzen Blitz durchdrungen wird. Ich habe das Gefühl, dich zu kennen, Fell. Fell verbeugt sich höflich und ein Strom von Symbolen kreist um seinen Kopf. Erst im und dann gegen den Uhrzeigersinn. Du brauchst einen Moment zu übersetzen. Dies ist das erste Mal und nicht das erste Mal, dass du an diesem Ort bist. Wahrscheinlich ist es das erste Mal in diesem Leben und nicht das erste Mal, weil wir früher schon hier waren. Weißt du, wer ich bin? Eine weitere Abfolge von Symbolen materialisiert sich schnell und deutlich über Fells Kopf. Die Übersetzung kommt dir so schnell und genau wie die Symbole selbst, als ob du genau die gleiche Frage schon vorher viele Male übersetzt hättest. Ja, aber es ist mir nicht erlaubt, deine Geschichte zu erzählen. Ha, das ist natürlich ärgerlich. Also wir haben jetzt schon mal noch jemanden gefunden, der uns kennt. Dahl kannte uns ja auch schon. Aber er darf es uns nicht sagen. Warum nicht? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ein Moment lang antwortet Fell nicht. Dann erscheint ein Strom von Bildern, als ob sie aus Fells Gedanken hervorquellen. Entschuldige, aber ich kann es nicht. Ich kann das Wesen eines Menschen nicht ändern. Du kannst nicht erklären, warum, aber der letzte Satz erzeugt ein unangenehmes Kribbeln in deinem Schädel. Das Wesen eines Menschen? Was soll das bedeuten? Die Symbole, die über Fells Kopf erscheinen, spiegeln fast die vorhergehende Folge wider. Entschuldige, ich kann es nicht sagen. Das ist echt ärgerlich, aber er wird wahrscheinlich seine Gründe haben, was auch immer das für Gründe sein mögen. Verstehe, ich hätte noch eine andere Frage an dich, Fell. Wo bin ich hier? Eine langsame Abfolge von Symbolen materialisiert sich über Fells Kopf. Die Symbole brauchen eine Weile, bis sie deutlich werden. Sie beginnen als einfache Linien und verdichten sich dann zu atemberaubenden Farben. Hier tätowiere ich Farbe und Leben auf Fleisch und Knochen. Oh, Tätowierung. Kann ich mal deine Tätowierung sehen? Ah ja, doch. Erhöht Trefferpunkte, Rettungswürfe gegen Zauber, gegen Lähmung, Glück, erhöht Charisma. Also es scheinen recht mächtige magische Tätowierungen zu sein, die er uns hier anbietet. Aber die sind auch dementsprechend teuer. Also 1200 Kupfermünzen teilweise. Das können wir uns noch lange nicht leisten. Aber gut zu wissen, dass er sowas anbietet. Können wir später zurückkommen. Sprechen wir aber nochmal kurz an, denn er scheint ja wirklich viel zu wissen über uns. Ich hätte da ein paar Fragen. Du sagst, du würdest mich kennen, Fell. Weißt du, wie ich gestorben bin? Ein Moment lang antwortet Fell nicht. Dann materialisieren sich über seinem Kopf langsam und drohend drei Symbole, von denen jedes einen langen Schatten wirft. Schatten. Schatten? Die drei Symbole wirbeln umeinander. Jedes hinterlässt eine schwache, schwarze und neblige Spur hinter sich. Sie nehmen zerklüftete Konturen an, wie Zähne und Krallen, und vermehren sich. Wo drei waren, sind neun, und aus neun werden 27, bis der ganze Raum von Schatten wimmelt. Viele Schatten. Sie strömten aus der Dunkelheit, umschwärmten dich und ließen dich dann zum Sterben zurück.
Die Schatten haben wir ja schon mal gesehen in einer Vision. Jetzt haben wir es nochmal bestätigt. Aber warum? Die schattenwerfenden Symbole wirbeln sich zu einem, lösen sich dann auf und werden durch ein einfaches Symbol ersetzt. Ich weiß es nicht. Eine Frage hätten wir da aber noch. Kannst du mir etwas über die Tätowierung auf meinem Knochengerüst erzählen? Fell geht eine Weile um dich herum und betrachtet deinen Körper eingehend. Er gibt jedes Symbol, das er untersucht, wieder. Dann geht er zurück und sieht dich wieder an. Ich kenne sie. Keine stammen von meiner Hand. Kannst du mir was über sie erzählen? Fell nickt und um ihn herum erscheinen Symbole wie Glühwürmchen. Die auf deinem Rücken wurden von sorgfältiger Hand gemacht und sind Anweisung für einen Geist, der sich selbst vergisst. Das war die Anleitung, die wir von Morte vorgelesen bekommen haben. Das Symbol auf deiner linken Schulter ist das Zeichen für Folter. Folter? Das Symbol wird schärfer, bekommt Kanten, die so scharf sind, dass es dir fast in den Augen wehtut. Es ist Folter. Dies ist es, was alle gequälten Seelen zu dir zieht. Fell nickt in Richtung deines linken Arms, deiner Schulter. Das Fleisch weiß, wann es leidet, selbst wenn der Geist es vergessen hat. Und so trägst du immer die Rune. Na gut. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Leb wohl, Fell. Das war nicht wirklich aufschlussreich. Ein paar Informationen haben wir bekommen, mit den Schatten zum Beispiel. Aber vielleicht wird er ja mit der Zeit gesprächiger. Wir sollten auf jeden Fall hierher zurückkommen zwischendurch. Also nicht nur, um uns neue Tätowierungen zu kaufen, sondern auch, um zu schauen, ob wir vielleicht irgendwas aus ihm herauskitzeln können. Aber das soll uns erstmal reichen. Gehen wir raus hier. Und wirklich viel geheilt haben wir in der Zeit ja nicht. Also wir sollten uns von den Schlägern fernhalten. Schauen wir mal kurz hier rein. Verschlossen. Was du in dem Torbogen zunächst für eine Tür gehalten hast, entpuppt sich als Bild. Der Künstler hat den Schatten des darüberlaufenden Torbogens und einige feste, feine Struktureffekte genutzt, um der Tür den Anschein von Stofflichkeit zu geben. Okay, wir wären also fast gerade gegen ein Bild gerannt. Schauen wir uns die Tür in Anführungszeichen mal genauer an. Außer dem Talent des Künstlers ist nichts Besonderes an dem Bild festzustellen. Die Tür ist auf eine raue Steinwand aufgemalt worden. Du kannst den Stein und den Mörtel unter der bemalten Holzstruktur fühlen. Na gut. Ich bin weg. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber es ist schon komisch, weil hier ist ja ein ganzes Gebäude hinter und da muss man irgendwie reinkommen. Vielleicht ist die gefakte Tür doch eine Tür, wenn man einen richtigen Schlüsselstein hat. So wie wir diesen gebogenen Knochen brauchten, um sein Portal zu nutzen. Aber jetzt zu raten, welcher Schlüssel dafür gebraucht wird, bringt uns nicht wirklich weiter. Aber speichern wir erstmal kurz ab. LP 13...